Nike. Nike ist eine griechische Göttin. Nike ist die Siegesgöttin in der griechischen Mythologie. Nike hat als römische Entsprechung die Victoria. Nike wurde besonders verehrt in Athen und insbesondere in der Akropolis. Nike ist die Tochter von Styx und Pallas. Und daher sind die Geschwister von Nike Bia, Zelos und Kratos. Sie half Zeus im Kampf gegen die Titanen. Manchmal wird auch Ares, also der Mars, als ihr Vater genannt. Es gibt noch andere Beschreibungen, wer ihre Geschwister und Eltern sind. Nike, die Siegesgöttin, wird in triumphaler Haltung beschrieben. Es gibt viele Darstellungen und auch in der modernen Zeit wurde die Siegesgöttin Victoria, auch Nike, an verschiedenen Stellen dargestellt. Zum Beispiel vor dem Buckingham Palace gibt es eine große Victoria-Statue, die Siegessäule, wo obendrauf eben Nike bzw. Victoria abgebildet wird. Nike hat diese typische triumphierende Haltung, eine Hand in die Luft. Manche sagen, dass Nike vielleicht auch eines der Vorbilder ist für die Freiheitsstatue in New York. Nike kann aber auch Spenderin beim Opfer sein. Sie kann auch mit einem Dreifuß dargestellt werden. Sie kann auch Begleiterin von Wettkämpfen sein. Nike, also die Siegesgöttin. Man könnte auch sagen, sie ist nicht nur die Siegesgöttin im kriegerischen Kampf, sie ist auch die Siegesgöttin im sportlichen Wettbewerb. Sie ist die Siegesgöttin, aber auch im, wenn du über deinen eigenen Geist siegen willst, schlechte Gewohnheiten überwinden willst, Hindernisse überwinden willst, es ist auch diese Haltung des nach oben Schauen, des Triumphierens und der Freude. Daher Nike Siegesgöttin für einen bestimmten Aspekt des Menschseins, wenn du Schwierigkeiten überwindest und wenn du triumphierst, dann kannst du sagen, dort ist der Nike-Aspekt in dir stark geworden.